Kapitel 1. Die Begegnung. Hallo? Bist du wach? Ist alles in Ordnung? Das waren die ersten Worte, die ich hörte, als ich in diese Welt kam. Kurz zuvor hörte ich eine mysteriöse Stimme, die zu mir sagte, ich müsse die Welt der Pokémon retten und nur ein Mensch wie ich sei dazu in der Lage. Als ich meine Augen öffnete und mich umsah, stand vor mir ein Vulpix. Endlich bist du wach, ich wollte gerade nach Silberdorf, als du plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht bist. Wer bist du? Ich war ziemlich verwirrt, da ich nicht wusste, weshalb ich überhaupt die Sprache des Vulpix verstand. Zudem wusste ich nicht, wie ich hierher gelangt war. Hallo, kannst du auch sprechen? Es wirkte etwas ungeduldig. Oh, tut mir leid, ich bin Günther. Wo bin ich hier? Ich bin Lodecke, bis an der Kreuzung zwischen Silberdorf und dem Quellwald. Dort wohne ich. Mir half keine dieser Informationen weiter. Ich hatte von keinem dieser Orte jemals gehört. Was? Jedes Pokémon kennt doch Silberdorf. Es ist die größte Stadt der gesamten Region. Ich antwortete ihm daraufhin. Gut möglich, aber ich bin offensichtlich ein Mensch und kein Pokémon. Geht es dir wirklich gut? Für mich siehst du aus wie ein normales Kanimani. Ich betrachtete mich selbst in der Pfütze direkt neben uns und erschrak. Er hatte recht, anscheinend wurde ich in ein Pokémon verwandelt. Aber gut, ich glaube dir. Nun verstand ich noch weniger als zuvor. Wirklich, ich denke, ich will mir selbst nicht glauben. Ja, ich glaub dir, ich habe so etwas vor langer Zeit schon mal erlebt. Ich habe ein Pokémon getroffen, das einmal ein Mensch war und zusammen haben wir die Zerstörung der Welt verhindert, aber dann ist er verschwunden. Aber das ist jetzt ohnehin nicht wichtig. Wenn du möchtest, kannst du erst mal mit zu mir kommen, solange du nicht weißt, was du hier tun sollst. In diesem Moment konnte ich fühlen, wie traurig das Pokémon, das sich als Lodecke vorgestellt hatte, wirkte. Doch ich war froh über sein Angebot, denn er hatte recht. Ich wusste nicht, was ich hier tun sollte. Komm aber erst mal mit nach Silberdorf. Ich habe dort etwas zu tun und treffe mich mit meinen Freunden. Dann kann ich dir das vorstellen. Bevor wir aufbrachen, bat ich ihm einen Gefallen. Aber Lord Ecke, auch wenn du mir glaubst, ich glaube, wir sollten ihnen besser nicht sagen, dass ich ein Mensch bin. Sie würden es vermutlich nicht so einfach glauben. Ich merkte, dass er etwas enttäuscht war, aber es verstand. Kapitel 2. Lord Eckes Freunde in Silberdorf. Während Lord Ecke in Silberdorf einkaufen ging, erkundete ich die Stadt. Eigentlich ist Silberdorf ein sehr kleiner Ort, aber die Pokémon, die dort wohnen, sind sehr nett. Und als Lord Ecke soweit war, führte er mich an den Fuß eines großen Hügels. Auf ihm standen zwei Pokémon und unterhielten sich. Sie hatten uns noch nicht bemerkt. Bevor ich Lord Ecke fragen konnte, wer diese Pokémon überhaupt waren, rannte er bereits den Hügel hinauf. Ich hatte es nicht so eilig wie er, deswegen ging ich mit normalem Lauftempo den Hügel hoch. Außerdem war ich noch etwas entkräftet. Er war bereits an der Spitze angekommen und redete mit den beiden Pokémon. Wo bleibst du jetzt schon wieder, Lodecke? Du kommst doch immer zu spät, oder? Was ist diesmal deine Ausrede? Ja, dir auch erstmal einen guten Tag, Bisasam. Es freut mich auch, dich zu treffen. Tut mir leid, aber es ging nicht schnell. Ich habe ein Pokémon bewusstlos auf der Kreuzung aufgefunden und ihm natürlich erstmal geholfen. Inzwischen war ich auch an der Spitze angekommen und sah, wie die beiden Pokémon, ein Floink und ein Bisasam, sich verwirrt ansahen. Ich dachte, nach deinen Ausreden letzte Woche wird das nicht mehr schlimmer. Und da hast du behauptet, du hättest dich verlaufen, obwohl du inzwischen seit über einem Jahr hier wohnst. Ja, ich weiß, aber diesmal meine ich es ernst. Da ich merkte, dass Lord Ecke ziemlich gereizt war und die Situation sich verschlimmerte, schritt ich ein. Er sagt die Wahrheit. Floink und Bisasam, die mich anscheinend bis jetzt noch nicht bemerkt hatten, sahen verwirrt aus. Und Lord Ecke wirkte sehr selbstsicher. Seht ihr, ich habe die Wahrheit gesagt. Das ist Günther. Du weißt doch, dass ich es gar nicht so meine. Na, ich bin Bisasam. Und ich bin Floink, freue mich, dich kennenzulernen. Wir verbrachten noch einige Stunden dort oben auf diesem Hügel, als Lord Ecke meinte, wir sollten langsam aufbrechen, da die Sonne bereits unterging. Also taten wir das auch. Als wir bei ihm im Haus ankamen, gab er mir etwas zu essen und zeigte mir sein Haus. Es ist relativ klein und schlicht gehalten, aber sehr bequem. Aber in der führte er mich in einen kleinen Raum, der hauptsächlich aus einem Bett, einem Fenster und einem kleinen Regal bestand. Hier kannst du fürs Erste schlafen. Bis morgen. Mit diesen Worten verließ er das Zimmer. Kapitel 3. Die Bedrohung. In dieser Nacht konnte ich sehr schlecht schlafen. Immer wenn ich meine Augen schloss, sah ich ein Pokémon vor mir und hörte eine Stimme. Günther, hörst du mich? Die Finsternis.
Hoffnung. Mehr konnte ich nicht verstehen, aber ich wusste, es war dieses Pokémon, das zu mir sprach. Ich nahm mir vor, Lord Ecker am nächsten Tag zu fragen, was er darüber wusste, als ich es endlich schaffte, einzuschlafen. Am nächsten Tag war es immer noch dunkel, als ich aufwachte. Ich hatte jedoch bereits Lord Ecker im Nebenzimmer, also entschied ich mich auch aufzustehen. Wie ich bereits erwartet hatte, befand er sich dort. Guten Morgen, Günther, hast du gut geschlafen? Ich nahm mir ein Herz und entschied mich dazu, ihn zu fragen, was er wusste. Im Traum eigentlich... Das kann nur... Na, ich sollte dir vielleicht erstmal etwas über die Ausbreitung der Finsternis erzählen, von der dieses Pokémon dir berichtet hat. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, ist es in dieser Welt sehr lange dunkel und sehr kurz hell im Verlauf eines Tages. Es ist so, als wäre das ganze Jahr über Winter. Schuld daran ist ein legendäres Pokémon namens Necrozma. Es ist der Herrscher über das Licht auf unserem Planeten. Seit es in unserer Region aufgetaucht ist, hatte sich zunächst nichts verändert. Doch auf einmal schien es durchgedreht zu sein. Und nun breitet sich die Dunkelheit aus. Sobald das Licht komplett verschwindet, werden alle Pflanzen aussterben und somit gäbe es keinen Sauerstoff mehr. Kurz gesagt wäre es das Ende der gesamten Welt. Und das Problem ist, dass niemand der Macht von Necrozma gewachsen ist. Nur ein einziges Pokémon hatte im Kampf jemals den Hauch einer Chance, aber schaffte es alleine trotzdem nicht, Necrozma zu besiegen. Seitdem sucht dieses nach einem Pokémon, das ihm helfen kann, Necrozma zu bekämpfen. Der Name dieses Pokémon ist Latias. Vermutlich hat sie im Traum zu ihr gesprochen. Das Problem ist, dass niemand weiß, wo sie sich befindet. Ich dachte über das nach, was Lord Ecke mir gerade erzählt hatte. Ich verstand nun, was meine Aufgabe in dieser Welt war. Ich wusste, ich müsse Latias finden und Necrozma aufhalten. Nur verstand ich nicht, weshalb Latias gerade mich auserwählt hatte und nicht Lord Ecke. Er hatte mir schließlich erzählt, dass er bereits einmal die Welt gerettet hatte. Aber das Wichtigste war, dass ich diese Aufgabe nicht vernachlässigte. Ich wusste nicht, weshalb Latias mich ausgewählt hatte. Aber ich wusste, es würde einen Grund geben. Und ich wollte sie nicht enttäuschen. Kapitel 4. Ein merkwürdiger Schatten. In den nächsten Tagen versuchte ich so viel wie möglich über dieses Pokémon Latias herauszufinden. Jedoch wusste niemand in Silberdorf mehr über sie als Lord Ecke. Ich fand nur noch wenige Informationen heraus. Und zwar hatte sie früher einmal mit Necrozma zusammengearbeitet. Necrozma forschte in seiner geheimen Basis und Latias war eine Art Verbindung zur Außenwelt für ihn. Sie erledigte Besorgungen und holte neue Informationen ein und verbreitete auch solche. Eines Tages ist Necrozma aber verrückt geworden und hat begonnen, die Dunkelheit zu beschwören. Latias hatte versucht, ihn aufzuhalten, aber war gescheitert. Als ich alles dies über Latias herausgefunden hatte, bat ich Lord Ecke mir zu erklären, weshalb dieser Hügel für ihn so besonders war, weshalb er sich mit Floink und Bisasam dort traf. Der Hügel war mir bereits mehrfach aufgefallen und ich hatte Floink und Bisasam dort auch getroffen, aber ich habe mich relativ schnell wieder verabschiedet. Er begann zu erzählen. Also eigentlich komme ich gar nicht von hier. Ich komme aus einer Stadt in der anderen Ecke des Landes. Dort habe ich zusammen mit ihm die Welt gerettet. Ich wusste, wen er meinte und merkte, dass er nicht drüber sprechen wollte. Diese Stadt hieß Schatzstadt und als er verschwand, habe ich mich entschieden, die Schatzstadt zu verlassen. Ich habe es dort nicht mehr ausgehalten. Ich musste jeden Tag an das denken, was wir dort erlebt hatten und ich schaffte es einfach nicht mehr normal zu leben. Also zog ich hierher. Der Hügel ist der Ort, an dem ich in dieser Stadt ankam. In dem Moment, an dem ich hier ankam, lernte ich bereits Floink und Bisasam kennen, mit denen ich mich nach wenigen Tagen bereits angefreundet hatte. Vom Hügel aus kann man die gesamte Stadt sehen und hat einen tollen Ausblick auf den Spiegelsee, direkt neben dem Dorf. Der Hügel ist unser Lieblingsort in der gesamten Stadt. Und damals haben wir uns versprochen, dass wir uns immer an diesem Hügel treffen würden, um nicht zu vergessen, was damals geschehen war. Nachdem Lord Ecke mir all dies erzählt hat, wurde mir zum ersten Mal wirklich bewusst, wie schlimm ihm der Abschied damals gefallen sein muss.
Ich fühlte mich, als hätte ich so etwas auch schon einmal durchmachen müssen, doch bei der Ankunft in diese Welt hatte ich mein Gedächtnis verloren. Somit wusste ich nichts aus meiner Vergangenheit.